So, weiter geht's. Nächste. Nächste, oh, das ist eine Astrainerin. Mieten im Kokowai bewaffnet. Oh, mit mehreren Pokémons. Oh, sie fängt mit dem Kokowai an. Das ist ja im ersten Kampf schon mal ein Typenvorteil. Machen dementsprechend mit Feuerschlag alles richtig. Danke dir, Glurak. Flügelschlag sollte Kokowai reichen. Jawohl. Somit ist Glurak vorübergehend von Kämpfen entbunden. Bisaflor erreicht Level 43. Stami. Und jetzt brauchen wir jenes Bisaflor, das gerade ein Level gestiegen ist. Blättertanz. Sehr schön. Vulnona-Pokémon wechseln und damit ist Turtle gefragt. Wasser-Pokémon. Fragliche Attacke. Jawohl. Die nächste ist besiegt und jetzt können wir mal kurz Glurak heilen und den Rest auch mal kurz wieder heilen. Glurak war sowieso schon mehr als angeschlagen. So. Alle wieder fit. Dann würde ich sagen, weiter geht unser Abenteuer. Mit dir und Snobilikat, würde ich mal sagen. Nein, das war nicht geplant. Und dann noch ist Nobilikat jetzt besiegt, ohne Probleme. Glurak regelt das schon. Und Ultrigaria. Dann zeig mal her. Gut.
Gut, dass Glück mittlerweile so viel wirkt. Und somit ist dieses Thema hier, dieser Kampf bereits gegessen. Pikachu erreicht Level 45. Das ist das dritte Nugget, das wir jetzt finden. So, und hier gibt's Galoppa und Ponita noch. Jo, ich will zum Pokéball gehen und das Dodo. Nein! Nicht mein Pokéball! Meines Wissens sollte hier ein... ein Galoppa geben. Natürlich hängt jetzt mein Handy wieder. Handy ist immer eine dauerhafte Unterstützung. Hier, ein Dodri läuft hier rum. Oh! Somit fehlt uns hier nur noch ein Ponita, Freunde. Und natürlich dementsprechend die Evolis. Drei. Ja! Galoppa! Das hat nämlich nur eine Erscheinrate von 5%. Das ist nämlich nicht so häufig hier. Turtok, Sandama, Level Up. Nice. Nein. Galoppa, das Feuerpferd-Pokémon vom Typ Feuer. Größe 1,7 Meter, Gewicht 95 Kilogramm. Unseres ist größer und schwerer. Es galoppiert für sein Leben gerne. Entdeckt es etwas, das schneller ist als es selbst, nimmt es blitzschnell die Verfolgung auf. Ein Feuereinhorn. Und da ist auch schon Ponita. Jawohl, und dann waren es nur noch drei Evolis, die wir hier fangen müssen. Nidoking mit dem Level Up 43. Ponita, das Feuerpferd-Pokémon vom Typ Feuer. Größe 1 Meter, Gewicht 30 Kilogramm. Unseres ist kleiner und wesentlich leichter. Es kann unglaublich hoch springen. Die Wucht der Landung absorbiert es mit seinen robusten Hufen und Beinen. Nice. Couldn't be more perfect, friends. Noch ein Ponita. Noch eins, da läuft noch ein Dodri rum. Noch ein Dodu. Wo sind die Evolis? Tavoga? Ja, wo sind die Evolis? Ein Ponita? Oh, das ist so ein Trainer-Boss. Hä? Hoi, 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 hoi. Warte mal, warte mal. Es gibt irgendwas aufgetaucht. Ne, Anton? Anton haben wir schon, gell? Anton haben wir schon. Ich glaube ja. Ne, nicht in Frankreich. Ja, Anton haben wir schon. Sondern immer noch Pokédex nochmal, danke. Nice. Anton haben wir schon. Anton können wir bestimmt auch noch fangen. Next Stop. Der Trainer da oben und dann wollen wir uns die Evolis catchen. Oh, Taubs. Taubs, die so, ich bin hier. So, who cares, Taubs? Who? No one. Leave me alone. Jawohl. Sag mal so drauf, was Trainer-Coach. Zeig mal, was du kannst. Drei Pokémon hat er. Lurak.
Alles gut. Ich muss hier gehen, dann ist mir die Ewigkeit besiegt. Damals besiegt. Und Bibor kann man noch mal wechseln. Du bist immer sein Glurak. Müsste Glut eigentlich reichen. Nee. Du, Nadel. Oh Mann! Viel mehr Pech kann man auch nicht mehr haben. Nochmal Glut, Glurak und dann das Ende.